längerer Zeit inzwischen ein neues Schlüsselwort mit dem Namen Dynamic. Und der eine oder andere hat sich vielleicht schon gefragt, was soll das überhaupt sein? Auf der einen Seite gibt es bei den Datentypangaben ja die ganz normalen Datentypen wie Integer, String und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es Object, die Mutter aller Datentypen sozusagen. Dann var, ein erstmal komischer Datentyp, aber ein doch sehr einleuchtender. Und dann noch Dynamic. In diesem Video wollen wir kurz erklären, wo sind die Unterschiede zwischen Object Dynamic und var, wie sind sie zu verwenden und warum ist Dynamic eigentlich so selten zu sehen. Gleich vorweg, es gibt grundsätzlich zwei Arten von Programmiersprachen. Das eine sind statische, streng typisierte Programmiersprachen, das andere sind dynamische Programmiersprachen. Bei den statischen, streng typisierten ist so klassischerweise C, C++, C#, Java und so weiter. Die dynamischen Programmiersprachen sind die klassischen Vertreter Ruby, Python, JavaScript und so weiter. Der Unterschied ist jetzt grundsätzlich der, dass bei streng typisierten ein riesengroßer Vorteil besteht, nämlich wir haben einen Compiler, der sehr viele Sachen überprüft für uns, nämlich welche Datentypen werden verwendet, sind die Operationen auf diesen Datentyp gültig. Also ich kann keine Wurzel aus einem Text ziehen, ich kann aber Zahlen addieren und solche Sachen. Ich kann kein Wandle alles in Großbuchstaben um auf Zahlen anwenden. Also all das kann der Compiler prüfen, weil der Compiler streng typisiert Datentypen überprüfen kann. Das fällt bei dynamischen Sprachen im Allgemeinen weg. Das heißt, bei dynamischen Sprachen ist das Korsett nicht zu eng. Ja, da kann ich auch manchmal Sachen machen, wo mir sonst der Compiler hergehen würde und mich auf einen Fehler aufmerksam machen würde und ich vielleicht so eine Art Workaround bauen müsste, damit es doch wieder geht. Allerdings fehlt mir auch der Vorteil weg, dass ich eben diese Typprüfung habe, dass ich sehr bald auf Fehler aufmerksam gemacht werde. Und ja, bei den dynamischen Sprachen habe ich meistens das Problem dann, alle Fehler erst zur Laufzeit zu bekommen. Aber gut, was heißt das jetzt? Oder was hat das Ganze mit diesen Object Dynamic und var zu tun? Dynamic wurde eingeführt schlussendlich, um die Interoperabilität mit COM, mit dem Component Object Model von Windows zu verbessern, beziehungsweise um die Interoperabilität mit dynamischen Sprachen zu verbessern, um es leichter zu machen, JavaScript und Python APIs anzusprechen. Dafür wurde Dynamic entwickelt. Da das nicht so die klassischen Anwendungsfälle sind, die jeder C-Sharp-Entwickler jeden Tag macht, wird Dynamic auch relativ selten verwendet und kommt nicht so häufig vor. Vor allem auch deswegen, weil die meisten C-Sharp-Entwickler es gewohnt sind, streng typisiert zu arbeiten und einfach die Vorteile nicht missen wollen. Daher ist das Dynamic eher, wie soll ich sagen, ja, für JavaScript-Entwickler. Nein, eben wenn man solche APIs machen will, weil man dadurch auch Vorteile aufgibt. Ja, es ist sozusagen ein Versöhnungsversuch von C-Sharp, etwas enger, befreundeter zu werden mit den dynamischen Programmiersprachen. Okay, sehen wir uns dieses Thema in der Praxis an. So, ein einfaches Beispiel. Was ist, wenn ich String S ist gleich Hallo mache? Kein Problem, kennen wir alle. Was ist, wenn ich String U ist gleich S.toUpper mache? Also umwandeln in Großbuchstaben. Alles toll, alles kein Problem. So, was ist, wenn ich das Ganze jetzt nicht mit einem String-Datentyp mache, sondern mit einem var? S1 ist gleich Hallo. Oder ich nenne es SV für var. Und jetzt mache ich String U ist gleich SV to upper. UV. So. Wenn ich mit der Maus über dieses SV drüber fahre, dann sehe ich schon, dass IntelliSense mir sagt, dass es ein String ist, obwohl ich var hinschreibe. Das heißt, was der Compiler macht, ist sogenanntes Type Inference. Er sagt sich, okay, das ist ein String, somit muss diese Variable vom Datentyp String sein. Das heißt, var ermöglicht mir, dass ich nicht selbst den Datentyp hinschreibe, sondern zum Compiler sage, du lieber Compiler, such dir bitte selbst den Datentyp, der hier passt. Das heißt, was ich auch machen kann, ich kann sagen, var number ist gleich 1. So, damit weiß er, okay, num ist vom Datentyp integer. Wenn ich sage 1,0, weiß er, ist vom Datentyp
Double. Was nicht funktioniert bei var ist, dass ich keinen Wert zuweise. Jetzt bekomme ich hier einen Compile-Error, weil der Compiler nicht weiß, was für ein Datentyp das werden soll. Er kann ihn nicht bestimmen. Deswegen kommt ein Fehler und ich kann var nur verwenden, wenn ich die Variable nicht nur deklariere, sondern auch sofort mit einem Wert initialisiere. War ist sozusagen für die Tippfaulen. Ich brauche den Datentyp nicht selber hinschreiben. Okay, was ist, wenn ich nun Object verwende? SO ist gleich Hallo. Auch das geht. Ich kann einen Object einen String zuweisen und jetzt kann ich sagen SO UO ist gleich SO.toUpper. So, nun beschwert sich der Compiler. SO ist ein Object und ein Object hat keine Methode toUpper. Demnach kann er diese Operation nicht ausführen. Also der Compiler prüft statisch jetzt diesen Datentyp, ob ich diesen richtig verwende, und das geht eben nicht. Das ist eine streng statisch typisierte Sprache. Ist auch gut so, ist ja tendenziell ein Fehler. So, also das geht nicht. Was ist, wenn ich aber statt Object Dynamic schreibe? Noch vorweg, es ist ja offensichtlich ein String, es wird ja ein String zugewiesen hier. Das heißt, eigentlich sollte es ja gehen. Nur da ich hier das einem Object zuweise und ein Object das grundsätzlich nicht kann, deswegen geht es nicht. Okay, was ist, wenn ich jetzt Dynamic nehme? SD ist gleich Hallo. Und jetzt mache ich UDE ist gleich SD.toUpper. Ich kann auch kompilieren, der Compiler wird sich nicht beschweren. Was vielleicht aufgefallen ist, ich hatte hier kein IntelliSense. Ja, ich kann hier Punkt schreiben und er schlägt mir gar nichts vor. Ich kann auch mit der Maus drüber fahren, SD ist ein Datentyp Dynamic. Ja, ein dynamischer Datentyp. Was Dynamic macht ist, es schließt den Compiler total aus. Also es schaltet ihn sozusagen weg. Lieber Compiler, alles was ich mache, ich verspreche dir, wird zur Laufzeit da sein. Wenn nicht, gibt es einen Laufzeitfehler, aber ich bekomme keine Compile-Fehler mehr. Also keinen Compiler-Fehler. Ich schalte den Compiler de facto weg. Ich deaktiviere alle Vorteile, die mir der Compiler liefert. Aber wie gesagt, wenn ich keinen Datentyp habe, weil ich mit dynamischen Programmiersprachen zusammenarbeiten möchte etc. oder weil ich Objekte zur Laufzeit wirklich dynamisch verändern muss oder möchte, dann hat Dynamic schon so seinen Sinn. Also toUpper wird funktionieren, ich kann aber toUpper zum Beispiel hier auch falsch schreiben, dann wird es nicht funktionieren und zur Laufzeit abstürzen. Ja, wenn ich hier Play drücke, werden wir sehen, dass das Programm in dieser Zeile abstürzt und sagt String doesn't contain a definition for toUpper, also geht nicht, toUpper ist keine Methode, die ich auf einem String anwenden kann. Jetzt wird es wieder gehen. Also der normale Datentyp ist klar, definiert alles, was ich tun kann. Var ist nichts anderes als, ich brauche den Datentyp nicht schreiben, der Compiler ermittelt automatisch, welcher Datentyp hier gemeint ist, sehr wahrscheinlich gemeint ist, und setzt diesen ein. Ich bin aber dennoch immer statisch typisiert. Ich kann den Datentyp nachträglich nicht ändern. Bei Object habe ich das Problem, dass mir der Compiler einen Strich durch die Rechnung macht, wenn ich etwas machen möchte, und durch Dynamic schalte ich den Compiler sozusagen aus und ich kann alles machen, was ich machen will. Es geht übrigens auch bei Object, allerdings muss ich hier casten. Ich muss sagen, du lieber Compiler, ich verspreche dir, das Ding, was ich hier habe, ist in Wahrheit ein String. Ja, ich caste das zu einem String. Ich sage, du lieber Compiler, diese Variable ist ein String. Tu so, als wäre es ein String. Und jetzt habe ich hier wieder IntelliSense und alles, was dazugehört. Sollte es am Ende des Tages doch kein String sein, ja, hier verspreche ich dem Compiler, es wird einer sein. Sollte es keiner sein, bekomme ich zur Laufzeit einen Absturz des Programms. Also zur Laufzeitabsturz, genauso wie bei Dynamic. Der Unterschied ist, der Cast ist doch etwas mühsamer zu schreiben und der zweite Unterschied ist, dass ich hier kein IntelliSense habe. So, was kann Dynamic allerdings trotzdem? Eine Sache, die in Dynamic relativ cool ist, ist, ich kann Objekte zur Laufzeit verändern, erweitern, und zwar um Eigenschaften und Methoden, wie man das aus JavaScript eigentlich auch kennt. Und dazu kann ich sagen, Dynamic MO für MyObject. Ja, MyObject ist gleich New ExpanderObject.
So, using System Dynamic. Also in diesem Namespace System Dynamic ist diese Klasse definiert. Und diese Klasse ist per Definition ein dynamisches Objekt, das erweiterbar ist. Also Expando, erweiterbar. Ich kann jetzt sagen, mein Object.name ist gleich, machen wir großes Name, ist gleich Hallo, Dave. So, my Object. Was weiß ich, age ist gleich 12. Ja, und jetzt kann ich myObject.name ausgeben. Ich kann auch sagen myObject.age. Auch das wird funktionieren. Starten wir das Programm kurz. Yippee, d von 12. Das funktioniert also. Das heißt, ich habe hier ein Objekt, das ich dynamisch um Eigenschaften erweitern kann, ohne selbst zuerst ein Personenobjekt bauen zu müssen, die Eigenschaften definieren muss, wie Name und Age mit den entsprechenden Datentypen, Get und Set etc. Nachteil, kein Compiler, kein Compile-Time-Check, alle Fehler zur Laufzeit. Also der Vorteil ist, naja, bedingt. Ich kann aber nicht nur um Eigenschaften erweitern, ich kann auch um Methoden erweitern. Zum Beispiel kann ich sagen, okay, my object.value ist gleich 1. Und jetzt kann ich sagen, my object. Es gibt eine Methode increment und die ist eine Action, also liefert sie nichts zurück. Und die Implementierung schaut so aus, dass ich sage, okay, my object.value plus plus. So, und jetzt sagen wir console.writeline myObject.value, dann würden wir genau ausgehen. Dann rufen wir diese Increment-Methode, die wir hier definiert haben. Ja, hier ist die definierte Implementierung, also eine Methode, die nichts bekommt, nichts liefert und den Value des Objektes hier selbst erhöht. Increment, Klammer auf Klammer zu. Und dann geben wir den Wert noch einmal aus. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, steht hier zuerst 1 und anschließend 2. Also, man kann dynamische Objekte machen, man kann dynamische Eigenschaften hinzufügen, etc. Vorteil, ich brauche die Klasse vorab nicht definieren. Nachteil, keine Überprüfungen durch den Compiler. Macht dann Sinn, wenn ich mit dynamischen Sprachen zusammenarbeiten will oder muss und dort, wie gesagt, Daten bekomme und auf die einfach zugreifen will, ohne jetzt jedes Mal ein Objekt Serialisierer, Deserialisierer etc. zu bauen. In diesem Sinne, ich hoffe, es wurde ein bisschen klarer, was die Unterschiede zwischen var, Object und Dynamic sind und viel Spaß beim selber ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.